Willkommen, Freunde. Wir zocken heute mal, und zwar Little Hope Dark Pictures. Oder Dark Pictures Little Hope, genau. Ist heute erschienen, wurde aber auch langsam Zeit. Schauen wir uns mal an. Ab geht's. So, ich hatte den Anfang mir den Vorspann schon mal angeguckt. Wir beginnen aber mit der neuen Story. So, neuer Platz. Und ab geht's. So, halt. Wollen wir mal bestätigen, dass wir mit Joypad zocken. Bei der Straße würde ich auch einen Tunnelblick kriegen. Zumal wenn er da am Steuer einschlafen würde. Polizei, dann Freund und Helfer im Dunkeln manchmal gar nicht so verkehrt. Danke fürs Anhalten. Klar. Was ist los? Da vorne ist was passiert. Ein großer Unfall. Wir mussten die Straße sperren. Klar. Wir leiten den Verkehr durch Little Hope um. Wie geht's, Kumpel? Sie wirken etwas verwirrt. Alles gut. Ich will nur diese Leute heil nach Hause bringen. Ein kurzer Umweg wird sie wohl nicht groß stören. Naja, wenn der Ort schon Little Hope heißt. Geht direkt durch Little Hope. Das dauert so auch nicht viel länger. Für mich wirkt er nicht verwirrt, für mich wirkt er so ein bisschen müde, muss ich sagen. Gerade wenn man so die Strecke sieht, man guckt immer nur in dieses Dunkle da rein. Was genau 3 Monate? Respekt. Die ersten 90 Tage sind ja am schlimmsten. Hab ich gehört. Ist vielleicht komisch, aber die Medaille hilft mir dabei durchzuhalten. Das ist der falsche Weg. Nicht schlimm, nur ein kleiner Umweg. Das ist schlimm. Beruhig dich, alles wird gut. Oh, bitte, John, nicht in diesem Ton, ja? Etwas leiser, bitte. Ei. Heftig, entweder hat er sich das eingebildet oder das Mädel war wirklich da. So, ein Mädchen stand auf der Straße, weshalb der Busfahrer die Kontrolle verloren und einen Unfall verursacht hat.
Ja, was können wir hier machen? Hier können wir navigieren. B ist zurück. Kursrichtung. Ist gesperrt. Geheimnisse. Schon heftig, wenn man da im Dunkeln so lang fährt und dann steht da auf einmal ein Mädel auf der Straße. Ich glaube, der würde jeder von uns rüberziehen. Hör auf, James! Du weißt doch, wie ich es hasse, wenn du mich nicht ernst nimmst. Komm schon, Schatz, das tue ich. Ich hatte nur einen harten Tag. Wundert es dich, dass sie wieder streiten? Mich nicht. Betrunken. Wie überraschend. Ich hab nur mit den Jungs das Spiel angeschaut, sonst nichts. Ach, sonst nichts? Von wegen? Man munkelt, es könnten Jobs gestrichen werden. Die Fabrik... Das sagst du schon seit Jahren. Ich sorge mich mehr um Megan. Was ist mit Megan? Sieht doch okay aus. Klar, nach 10 Bier wirkt alles okay. Reverend Carson hat sie heute wieder gebremst. Ist die 4. Woche. Da stimmt was nicht. Es ist ernst, James. Du machst dir zu viele Sorgen um sie. Da habe ich jetzt keinen Nerv für. Ganz was Neues. Du hast für nichts den Nerv. Wann wäre es denn recht? Du machst aus einer Mücke einen Elefanten. Was soll denn das jetzt schon wieder? Um nichts? Allein unsere Familie zusammenhalten Familie. Ist ja etwas mehr als nichts. Du könntest mir ruhig helfen. Tja, wenn wir eigene Kinder hätten, wären wir vielleicht glücklicher. Das ist so gemein von dir. Siehst du nicht, wie schwer das für mich ist? Du bist nicht die Einzige, die Probleme hat. Die Sache mit der Fabrik ist ernst, Anne! Wirklich ernst! Nicht jetzt! Heftiger Streit, ey. Das kann er dem Mädel auch nicht gefallen, also ganz klar. Nicht heute. Bloß nicht. Tanja ist spät. In letzter Zeit ständig. Ja, komm, lass sie. Jetzt sind wir wieder bei den Entscheidungen, ne? Ja, komm. Benutze R zur Auswahl, okay? Wenigstens einer von uns genießt das Leben. Gönn es ihr. Aber ihm gönn ich's nicht. Der Kerl tut dir nicht gut. All das hippige Fasel. Als sei er in einer irren Sekte. Ja, das ist wohl einer eifersüchtig. Er war letzte Woche hier. Wir haben eine Weile gequatscht. Ich mag ihn. Das ist ein Klassiker. Legendäre Platte. Nimm deine Pfoten da weg. Ja, auch ein mieses Verhalten, ne? Hast du wohl auf die Platte auf? Sie hängt da vorm Fernseher und guckt und er schaltet einfach um, ja. Ja, komm, aufgebracht hier. Komm schon, jetzt sei einmal kein Arsch und lass ihn in Ruhe. Okay, Mutter Oberin. Warum bist du immer auf ihrer Seite? Ja, weil sie jünger ist. Und vielleicht beschützt werden will. Unglaublich. Das ist eine Frage. Ich werde durch das Fenster klettern, wenn die Tür nicht bald repariert wird. Wie läuft's? Lass mich raten. Er ist nicht dann wie immer. Seit Dad nach Hause gekommen ist, streiten sie sich. Worum geht es diesmal? Na komm, Dad ist betrunken. Dad ist betrunken. Wer hätte gedacht? Sagen wir mal die Wahrheit. Sie streiten sich doch andauernd. Es wird schon langweilig. Wie sie wieder und wieder dasselbe sagen. Dennis, zum tausendsten Mal räum endlich mal deinen Krempel auf den Dachboden! Hey, mehr Respekt! Das ist kein Krempel, sondern eine teure Kunstsammlung. Sie hätte einen tollen Feldwebel abgegeben. Na, das stimmt allerdings. Der Ton war ein bisschen unangebracht. Das
ist Dennis, wie er lebt und lebt. Genau. Er ist ganz er selbst. Wie überraschend. Hey, Dennis. Hey. Nicht jetzt, Schwesterherz. Ja, da rutscht doch mal die Leiter weg, wa? Hey, spinn hier nicht so rum. Geil, ne? Zicken sie sich an und dann... Alter Schwede. Himmel, hast du mich erschreckt? Ihr habt über mich geredet. Nicht jetzt, Megan. Ich möchte meinen Vollbart genießen, um diesem Irrenhaus kurz zu entfliehen. Das war ja schon bei Beyond Two Souls, also das hat ja mit dem Game nichts zu tun, aber auch so, dass das Mädel irgendwelche Kräfte hatte. Nur die hier ist ja ein bisschen zickiger, ne? Die lässt auch mal locker so eine Leiter irgendwie wackeln und naja, das kann ein bisschen nach hinten losgehen. Vielleicht redest du mal mit ihnen. Ich will mich da lieber nicht einmischen. Ich werde nur wieder jemanden verärgern. Es klang ernster als die üblichen Streitereien. Sie redeten über Megan. Sie hat was angestellt. Das überrascht mich nicht, weil Megan ist mehr als nur eine Schraube locker. Ich verstehe nicht, warum alle auf ihr rumhacken. Okay, du edelster aller Ritter. Wo ist die Kleine denn überhaupt? Besser wäre es wohl, Megan allein zu lassen. Als ihre große Schwester habe ich die Pflicht, nach ihr zu sehen. Ja, klar. Als hättest du hier das Sagen. Sie ist nach oben. Ich finde sie. Also es sind 4 Kinder, ja? 2 Brüder, 2 Schwestern, okay. Muss bei den Eltern im Winter ziemlich kalt gewesen sein. So, halte RT gedrückt, um Aufheben von Objekte, benutze R, um zum Untersuchen. Okay. Auch geil, ne? Wir haben heutzutage Wasserkocher und früher hat man halt einen Herd angemacht. Mann, waren das noch Zeiten. Oh. Da war ich schon ein bisschen zu spät. Pass besser auf deine kleine Schwester auf. Mom macht sich echt Sorgen um sie. Warum ist das so? Sie hat doch so eine tolle und heile Familie. Wie könnten wir eine heile Familie sein? Ihr seid so eine verdammte Satansbrut. Oh, Alter. Das vom eigenen Vater zu hören, ist nicht gerade schön. Warte mal, da war ja die... genau. Gibt es irgendwie einen Hinweis, wenn ich das so sehe? Gesperrt. Okay. Verdammte Scheißuhr! Als ich vor der Uhr erschrocken? Ich dachte so, vor seiner Schwester oder so hätte ich das ja verstanden, wenn er seine Schwester ist. Aber... doch nicht vor der Uhr, ey. Naja, okay, sieht wahrscheinlich, wenn die den Schatten wirft. Ah, hier geht's auch raus, ne? Oder ist das die Tür nur von der anderen Seite? Ne. Auch gesperrt, okay. So, RT aufheben und dann mit rechts können wir es drehen, ne? Hexenprozessor, okay. Und die Eltern sich aber mit sehr schrägen Sachen beschäftigt.
Kann man das nicht anders drehen irgendwie? Doch so. Okay, aber braucht man nicht. Benutze R, um dich... warte mal, benutze R und sehe dich um. Das könnte versteckte Information sein. Nee, da sehen wir erstmal nix. Okay, haben wir noch was zum Untersuchen? Perfekte Ablenkung von den Irren hier. Ein Muss für alle, die sich für die im Jahr 1692 stattgefundene Hexenprozesse von Salem interessieren. Gott, lieber mit ihren Hexenprozessen hier. Das nenne ich ja mal Literatur. Anthony, wo zur Hölle bist du? Anthony, wo zum Teufel bist du? Anthony, langsam werde ich echt wütend! Anthony, wehe, du antwortest jetzt nicht! Du hast recht mit meiner Familie. Ich glaube dir. Tanya, was ist los? Das gehört mich ausgesperrt. Es ist arschkalt. Scheiße, ich hoffe, die zündet nicht die Hütte an. Ich lass dich wieder rein, aber verschone Megan. Moment. Ach du heilige Scheiße. Okay, so ein Feuer breitet sich schnell aus. Ne? Mist! Megan! Wo bist du? Die Küche steht in Brand. Ist nicht dein Ernst, oder? Scheiße. Megan! Gehst nicht ganz so hoch. Ich glaube, wenn sie sich an die Brüstung hängt und sich fallen lässt. Und er würde das, würde sie auffangen. Das würde, glaube ich, noch gehen. Mom! Scheiße. Wo zur Hölle seid ihr? Und jetzt weiß, dass die Kleine dahinter steckt, macht es sie natürlich ziemlich unsympathisch. Hilfe! Anthony! Hey! Hier oben! Was zur Hölle tust du da oben? Ich bin hier oben gefangen! Schnell über den Balkon! Anthony, Hilfe! Scheiße. Ich glaube, der Vater schafft es nicht. Dann ist schon ein Wunder geschehen, irgendwie. Ich krieg keine Luft! Ich glaube, da musst du auch wirklich vom Dach springen. Genau, du musst da oben vom Dach springen, weil lieber das Bein brechen, als zu verbrennen. Okay, der Vater, ja. Mann, 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 ey. Übel. Oh, schade. Ich dachte, die Kleine, die hat irgendwie nochmal ein Einsehen und lässt wenigstens die Mutter frei. Die verbrennt auch. Heftig, ey. Ich dachte, die Kleine schafft das. Anthony, Hilfe! Was soll ich tun? Okay, das sah gar nicht so hoch aus. Nimm das Fenster! Schnell! Fenster öffnen beim Brand ist immer gefährlich, weil Sauerstoff reinkommt. Aber ich
hätte mich ja von einem Balkonbrüstung abgeseilt. Ja, aber wenn man nicht in der Situation ist, kann man immer klug scheißen. Ja, das ist ja das, was ich meine. Da kommt Sauerstoff durchs Fenster und da gibt es eine Verpuffung und dann... Ja, deswegen gibt es auch Feuerschutztüren heutzutage. Tanja? Fenster aufmachen ist immer scheiße. Tanja, sag doch was! Sei denn, man kommt sofort raus. So, aber er müsste es eigentlich packen, ne? Ah! Alter, heftig. Damit hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Scheiße. Was hast du getan? Mom! Ja! Es ist zu spät! Gerade nur weil er die Streichhölzer in der Hand hat, sagt er, was hast du getan? Ey, so ein Schwachsinn. Boah, Alter, die Story, das Game, das fängt aber schon mega geil an, ey. Hammer. Ach, er schon wieder. Ja, ist ja geil. Kenn ich auch von Man of Medan. Der Typ, der doch mal alles bewertet, ne? Wenn man da so sitzt. Müsste ich auch mal wieder zocken. Geile Mucke auf jeden Fall. Super Massive Games, okay. Komm, muss mich auch noch mal ein bisschen mehr erkundigen über die Games. Man spielt so viel, aber es ist ja schon wieder 1 plus mit Sternchen hier. Das fängt schon so geil an. Unglaublich. Mann, Mann, Mann. Hallo und willkommen. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht, oder? Doch, vom letzten Mal. Willkommen in meiner Schatzkammer. Ich bin der Kurator, der Hüter all dieser grandiosen Geschichten. Und für Sie habe ich eine ganz besondere. Der Typ hat doch eine geile Erzählstimme. Beunruhigend, nicht? Es gibt sicher keinen Grund zur Sorge. Diese Geschichte ist noch nicht beendet. Sie ist unvollständig und Ihre Entscheidungen vollenden sie. Das Feuer? Nein. Das hätten Sie nicht verhindern können. Was passiert ist, ist passiert. Oder nicht? Nun, blicken wir nach vorn, sage ich. Leben ist nur ein wandelndes Schattenbild. Ja. Sie betreten jetzt eine verwirrende, vielleicht verstörende Welt. Wie verstörend hängt davon ab, was Sie selbst glauben wollen. Und wie verwirrend von dem Pfad, den Sie wählen.
Es gibt unendlich viele Richtungen, die man einschlagen könnte. Oft fehlen uns Informationen, die wir bräuchten. Dennoch müssen wir unseren Weg wählen und hoffen, dass er zur Wahrheit und zum gewünschten Ende führt. Jede Wahl, die Sie treffen, hat Folgen. Ihre Entscheidungen beeinflussen auch andere. Sie haben gesehen, wie es begann. So viele Tote. Wie viele noch sterben, hängt von Ihnen ab, von den Entscheidungen, die Sie treffen. Wie sind Sie? Rational? Emotional? Trauen Sie Ihrem Kopf oder dem Herzen? Die Antwort ist nicht leicht. Mischung manchmal aus allem, würde ich sagen. Besser und manchmal das andere. Richtig. Mein bescheidener Ratschlag ist, nur dir selbst allein sei treu. Ja, nehmen wir mal so hin. Doch, ich bin hier, um aufzuschreiben, was sie tun, nicht um zu helfen. Ich soll mich nicht einmischen, wissen Sie? Steht mir nicht zu, so scheint es. Doch ich bin offenbar befugt, weise Worte zu zitieren von großen Autoren aus alter Zeit, wenn ich denke, es wäre angebracht. Oh, eine letzte Sache, bevor ich sie gehen lasse. Es gibt Bilder in Little Hope. Finden Sie sie, zeigen Sie ihnen eine mögliche Zukunft. Eine, die vielleicht oder nicht eintrifft. Nutzen Sie sie. Es könnte helfen. Eine Beerdigung steht bevor. Gehen Sie. Viel Spaß. Viel Spaß zu einer Beerdigung? Ich mag schöne Beerdigungen. Oh, der ist aber makaber, der Typ. Geile Atmosphäre. Niemand von den heute hier Anwesenden kennt die Ursache für diesen tragischen Unfall. Doch es ist tröstlich zu wissen, dass diese Familie nun zusammenruht. Für immer. Sie sind nun alle bei Gott. Ich fand es auch krass, dass der Bruder, der Letzte, der Überlebende, da nochmal ins Feuer gelaufen ist. Weil der Typ meinte irgendwie, was er getan hat. Er hat ja nichts gemacht, er hat ja nur Streichhölzer in der Hand. So schnell können sich Wahrheit und Wahrnehmung verdrehen. Andrew, 18 Jahre alt, okay. Wo zur Hölle ist Daniel? Kann ihn nicht finden. Ich weiß nicht. Magst du vielleicht helfen, anstatt nur herumzublödeln? Was soll ich denn tun, John? Hilfe rufen, sofern du das hinkriegst. Mach mal halblang, du Held. Telefonieren klappt nicht. Kein Empfang. Versuch's nochmal. Arschloch. Ich hoffe, Arschloch. Das hier kommt an. Der Finger, der kommt immer an, auf jeden Fall. Hey, Andrew, Kumpel, wie geht's dir? Wo sind wir? Was ist passiert? Ein Busunfall ist passiert, aber wir leben noch halb so wild. Wenn du meinst? Kann mich an keinen Unfall erinnern. Du stehst wohl unter Schock. Dein Kopf hat richtig was abgekriegt. Aber das wird schon wieder. Bleib hier, ganz ruhig. Bei der geilen Story im Haus habe ich den Busunfall schon wieder komplett vergessen.
verdammter Mist! Nur totes Gewicht. Immer mit der Ruhe, okay? Wir kriegen das irgendwie hin. Dass hier überhaupt lebend rausgekommen sind da aus dem Bus. Fuck! Werden wo ist mein Handy? Werden wohl nicht alle überlebt haben, aber... Alter, er fällt gerade aus dem Bus. Fetter Unfall und er fragt, wo ist mein Handy? Ja, okay, um Hilfe zu holen vielleicht, aber... Grob verständnisvoll. Wie kann man grob und verständnisvoll sein? Ist da jemand? Eine komische Mischung. Hey! Daniel, bist du's? John, du Daniel? Lebst. Taylor, alles gut? Mir geht's gut. Uns geht's übrigens auch gut. Alles okay bei dir? Alles gut. Ich komm schon zurecht. Hey, John, wie kam es wohl zu dem Unfall? Weiß nicht. Da war was im Weg und der Fahrer wollte wohl ausweichen. Wo ist er eigentlich? Keine Ahnung. Seltsam. Hier ist er schon mal nicht. Schaffst du es hoch zu uns? Sieht recht steil aus. Ich könnte diesen Pfad da nehmen. Gut, dann mach das. So kommst du zur Straße. Wir treffen uns dort. Guter Plan. Bis gleich. Hey Taylor, komm, helf mir Andrew auf die Beine. Warte, ich weiß gar nichts mehr. Wer bist du? Ist okay. Oha. Du hast dich gestoßen. Ich bin John, dein College-Professor. Wir haben einen Ausflug im Bus gemacht, aber das ging nicht gut aus. Der Unfall stand nicht auf dem Plan. Wir finden die anderen und holen Hilfe. Stell dir vor, es wäre eine Übung zur Charakterbildung. Es geht nichts über Teamwork. Ich hatte einen Traum. Er war so real. Flammen rundherum, es war... schlimm. Der Schlag auf den Kopf muss gesessen haben. Ja. Der Weg, dem die anderen folgen, mündet in die Straße. Treffen wir sie da. Reden wir darüber. Warum weg hier? Wir haben keinen besseren Ort zum Warten. Nein, das wird nichts bringen. Am besten suchen wir die anderen und gehen dann in die Stadt und finden hoffentlich Hilfe. Stimmt nicht. Wenn wir bleiben, kommt früher oder später jemand hier lang. Was ist dein Problem? Alles gut, okay? Ich gehe einfach nicht gerne im Dunkeln spazieren. Der Fahrer hat's richtig gemacht. Er sucht Hilfe in der Stadt. Hast recht. Gehen wir. Ich komm mit. Ich hab recht? Je schneller wir Hilfe holen, umso schneller kommen wir heim. Bleib dicht hinter mir. Ja. Also der Typ, der sich den Kopf gestoßen hat, auf jeden Fall, der hat Boah, ganz schön was Fahrer abbekommen. Haut einfach ab und lässt uns sitzen. Ein kleiner Stoß war das nicht. Vielleicht wusste er es nicht. Vielleicht hat er einen Schock. Er ist verantwortlich für seine Passagiere. Er kann nicht einfach abhauen. So, Freunde, für YouTube stoppen wir aber jetzt erstmal kurz hier die Aufnahme. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Dann sehen wir uns in dem nächsten Video. Ich werde das ganze Game durchzocken und immer vereinzelt hochladen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video.